Aber der Faktor Bewegung ist der einzige, der wirklich hilft. Der einzige, der gesundet, der gesund macht. Nicht der mit dem Problem zu leben hilft. Als Diabetiker kann man ja Insulin zuführen, ist ja kein Problem, kann gut leben damit. Aber um richtig gesund zu werden, um wieder sensible Rezeptoren zu bekommen, mehr Insulin zu bekommen, müssen Sie die Fabrik in Bewegung bringen. Professor Seiler in Bad Neustadt, in Unterfranken, eurer Nähe, der nimmt allen Diabetes 2 Patienten die Medikamente weg, lässt sich 6 Wochen gezielt bewegen und entlässt sie gesund und medikationsfrei nach Hause. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wie die Qualität der sogenannten Diabetologen heute hergestellt wird. Darf ich mal das Beispiel sagen? Unser Kurarzt in Bad Malente ist Diabetologe, hat eine 200-stündige Ausbildung im Laufe eines Jahres absolviert. Und dann hat er uns gefragt, ratet mal, wie diese 200 Stunden verteilt waren. Wie viel waren wohl für Ernährung eingesetzt? Also ich sage es euch, 6. Und wie viele Stunden gab es für Bewegung? 0. 194 Stunden für Medikation, 6 Stunden für Ernährung. Das ist die Ausbildung zum Diabetologen. Wenn aber in Bewegung, wenn der Körper in Bewegung gebracht würde und sich die Rezeptorenzahl verdoppeln würde, dann könnte das wenige Insulin, was im Blut schwimmt, viel besser ausgewertet werden. Und da die inneren Organe spiegelbildlich der äußeren Muskulatur in ihrer Stärke und Leistungsfähigkeit entsprechen, wäre durch einen bewegten Körper auch die Bauchspeicheldrüse viel stärker und produktiver. Aber das ist ein Beispiel, das für fast alle Zivilisationserkrankungen gilt. Bewegung ist Leben. Der Faktor Bewegung ist der Schlüssel zur Gesundheit. Aber wenn man den Blick wieder auf die Tierwelt richtet, dann hasten die nicht und sind nicht ständig auf dem Sprung, sondern sie äsen, sie ziehen, sie schnüren, sie bewegen sich mäßig, moderat. Wenn ein Reh abspringt, dann nur 50 Meter weit, um dann wieder sichernd stehen zu bleiben. Aber wir sind ständig auf dem Sprung. Wir leben in einem Zustand wachsamer Faulheit. Immer auf dem Sprung, aber springen gar nicht. Und da ist der Schlüssel. Wir müssen aufwachen aus dieser Lethargie und müssen begreifen, dass der Mensch ein Wunderwerk Gottes ist. Ein Wunderwerk. Schauen Sie mal, diese roten Blutkörperchen, die schon an sich wie ein Kunstwerk aussehen, von denen produzieren sie in jeder Sekunde 7 Millionen Stück. 21 für 7 Millionen, 22 für 7 Millionen, 23 für 7 Millionen, 24 für 7 Millionen, 25 für 7 Millionen. Wie viele Millionen? 35. 35 Millionen, weil das immer weitergeht, bei euch auch, bei mir auch. Und keiner wundert sich. Wie gehen wir mit unserem Körper um? Ich habe es heute wirklich gehört in einem Gespräch, wo einer gesagt hat, der Taxifahrer hat es uns gesagt. Ich gehe doch erst zum Arzt, wenn es brennt. Ja? Doch vorher nicht. Und das muss man sich mal überlegen. Hanne Seemann, klinische Psychologin in Heidelberg, hat einen Patienten, der permanente Migräne hatte. Und dann hat sie ihn eingeliefert und dann haben sie festgestellt, der Junge trinkt zu wenig. Der Flüssigkeitshaushalt hat nicht gestimmt. Der Fehler war gefunden, der wurde geheilt und gesund entlassen. Ein Jahr später trifft sie ihn auf dem Marktplatz in Heidelberg wieder und sagt, na, wie geht's? Und da sagt er fabelhaft, wenn ich jetzt meine Migräne bekomme, fange ich sofort an zu trinken. Verstehen Sie das? So denken wir. Wir denken erst dann an unsere Bedürftigkeit des Körpers, wenn es brennt. Aber dass wir uns unserem Körper zuwenden, eine Verbindung zu unserem Bandscheiben aufnehmen und herausfinden, wie es uns geht, das machen wir nicht. Ich stelle jetzt mal eine Frage an Sie. Was glauben Sie, was Ihre Bandscheiben LWS 3 und 4 hier unten über dem Steißbein, was die jetzt denken, während Sie da sitzen? Das wird Sie denken, ne? Stehen Sie doch bitte mal auf. Und machen Sie doch jetzt mal folgende Bewegung.
Machen Sie mal eine Bewegung, als stünden Sie auf einem hochelastischen Trampolin. Wissen Sie, was jetzt mit Ihren Bandscheiben passiert? Jetzt. Jetzt haben Sie hier, ich habe eine ideale Bandscheibe nachbauen lassen. Jetzt passiert das mit der Bandscheibe. Das heißt, sie wird jetzt ausgedrückt und aufgesaugt, sich mit Synovialflüssigkeit wieder neu voll. Sie wird wieder groß und stark, Sie selber wachsen um einen Zentimeter. Wissen Sie, was die Bandscheibe jetzt zu Ihnen sagt? Danke. Danke, Luise, du kannst jetzt du zu mir sagen. Ja? Weil Sie Ihrer Bandscheibe gut und wohl getan haben. Und so sollten wir anfangen zu denken, nehmen Sie bitte wieder Platz, und sollten begreifen, dass wir eine außerordentliche Konstruktion sind, die pfleglich bedacht werden müsste. Wer ist an Ihrer Gesundheit interessiert? Wer ist daran interessiert, dass Sie gesund sind? Der Arzt? Dann wäre der Arzt arbeitslos. Der Apotheker? Dann wäre der Apotheker arbeitslos. Die Bundespräsidentin? Der Bundespräsident? Die Bundeskanzlerin? Wissen Sie was? Der Mensch ist das einzige Wesen auf Gottes Erdboden, das eine Vorstellung von seiner Zukunft hat. Der Mensch ist also in der Lage, Dinge heute zu bewerten, zu beurteilen und dann Entscheidungen zu treffen, die sein Leben planbar und vorhersehbar machen. Das unterscheidet ihn von allen anderen Kreaturen dieser Welt.